Kiel gegen Osnabrück. Wer bleibt dran im Kampf um die Aufstiegsplätze? Und damit hallo und herzlich willkommen beim Deutschen Meister von 1912. Das ist hier nicht das Originaltrikot, aber eine ganz schmucke Nachbildung. Seit 4 Wochen im Handel. 20 Euro kostet so ein Trikot und der Verkauf, der soll ganz gut angelaufen sein. Marleen, der Verein überlegt, ein Trikot rauszubringen, Deutscher Meister 2012. Eine gute Idee? Also meinen Segen haben die Jungs. Wir haben deinen Segen. Dankeschön für die Präsentation. Danke, Marleen. Dies hier, liebe Zuschauer, ist der Originalwimpel. Der ist natürlich nicht käuflich zu erwerben. Der Originalwimpel aus dem Jahr 1912, der Meisterwimpel von Holstein Kiel. Der lagert hier im Tresor in der Geschäftsstelle, wird gerade restauriert und wird dann irgendwann in Kürze auch den Fans hinter Glas präsentiert werden. Sie merken schon, da ist eine ganze Menge Tradition mit im Spiel bei Holstein Kiel und auch beim Gegner von heute, beim VfL Osnabrück. Und deswegen ist mein Kollege Patrick Hallatsch auch ganz tief ins Archiv eingedrungen. 1965, das wohl erfolgreichste Nachkriegsjahr der Holstein-Geschichte. Souveräner Meister der Regionalliga Nord. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga scheiterten die Störche später an Mönchengladbach. Erfolgstrainer damals, der unvergessene Helmut Ullmann, bekannt für seine offenen Worte. Packende Zweitligaduelle gegen Osnabrück erst anderthalb Jahrzehnte später. Der 18-jährige Torwart Andi Köpke feiert sein Debüt gegen den VfL. Endstand 7:1 für Holstein. Ein Jahr später die Revanche. Beide Teams kämpfen um den Einzug in die eingleisige zweite Bundesliga. Holstein scheitert, der VfL schafft es. Auch dank des Erfolgs im direkten Duell und des Siegtores von Detlef Olaidotter. Es bleibt bis heute die letzte Zweitligapartie der beiden Nordrivalen gegeneinander. Füreinander spielten die beiden im Jahr 2000. Holstein Kiel besiegt am letzten Spieltag der Regionalliga Nord den Tabellenführer VfB Lübeck. Leistet damit Schützenhilfe für den VfL Osnabrück, der dadurch die Nordmeisterschaft feiert. Der Beginn einer wunderbaren Fanfreundschaft, die heute, zumindest auf dem Rasen, 90 Minuten lang Pause haben dürfte. Naja, mit Sicherheit wird heute die Freundschaft zwischen den Spielern während der Partie auch ruhen. Kein Wunder, bei der Konstellation Kiel Tabellenvierter, Osnabrück Tabellensechster und der Tabellenführer, der VfB Lübeck, der hat spielfrei. Also, wer hier heute gewinnt, der rückt ein bisschen näher ran an den Tabellenführer. Gute Stimmung hier im Holstein-Stadion. Gut und gerne 5000 Fans werden mit von der Partie sein. Allein gut und gerne 1000 Osnabrücker sind hochgekommen in den hohen Norden zur Partie Kiel gegen Osnabrück. Der letzte Heimsieg übrigens, liebe Zuschauer, der Kieler gegen Osnabrück, der hat schon ein bisschen Schimmel angesetzt. 11 Jahre ist das her, dass die Kieler das letzte Mal gegen Osnabrück gewannen. 3:2 hieß es im September 1994. Willi Haag ist heute Ihr Reporter und er hat einen gefunden. Der saß damals auch schon auf der Kieler Bank. Viel Spaß. Ja, einer auf der heutigen Bank war damals schon dabei. Uwe Tischer nämlich, der Masseur, schon vor 11 Jahren für Waden und Oberschenkel und deren Lockerung zuständig. Ein zweiter übrigens sitzt heute auf der Tribüne, dazu in der Halbzeit mehr. Die Stimmung im Holstein-Stadion, wie angesprochen, sehr gut. Vor allem die Osnabrücker Fans hatten Sonnenschein und gute Laune mitgebracht. Frank Neubart wollte sie ihnen vermiesen, wie in seiner Stürmerzeit in Bremen. Damals setzt er auch heute voll auf Angriff. Freistoß Lindemann, wir sind in der 3. Minute und ein rasantes Spiel nimmt seinen Lauf. Da ist Dobry zum ersten Mal vor Berbig aufgetaucht. Er fällt, erster Aufreger der Partie, aber nichts passiert. Der 29-jährige Tscheche zwar mit großem Einsatz, aber nicht unfair gebremst. Nur eine Mannschaft hat bisher den Vorwärtsgang entdeckt in dieser ersten Spielhälfte und es bleibt auch über weite Strecken so. Das ist Sandmann und das ist der Kapitän Breitenreiter. Versuchte es in der 28. Minute, nachdem das Spiel ein kurzes Nickerchen gemacht hatte. Breitenreiter, erfahrenster Mann auf dem Feld, 144 Mal in der Bundesliga aufgelaufen, 28 Tore. Klaus-Dieter Wollitz ein bisschen ratlos ob der bisherigen Zaghaftigkeit seiner Jungs, die immerhin 3 von 4 Auswärtsspielen gewonnen hatten in dieser Saison.